Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind wieder auf der französischen Map. Ich bin wieder der Shorty von der Test Area. Und ein bisschen haben wir noch. Ja, ich will hier unsere Gerste. Da muss gestriegelt werden gegen das Unkraut. Wir haben das im Livestream probiert. Das klappt mittlerweile sehr gut. Bin ich? Da bin ich. Ich muss mal eben in die Liste gucken hier. Räder, Sämaschine, prima. Okay. Wir erstellen jetzt erstmal den Kurs. So. Generator. 15,1 Meter. Naja. Fällt mit doch hoch runter. Vorgewende eben scharf. Ist ein Striegel, ne? Ja, machen wir mal. Bei 15 Meter Arbeitsbreite reichen mit zwei Vorgewinde. Dann kommen wir auf ein Vorgewinde von insgesamt 30 Meter. Uhrzeiger sind 7%, rein überspringen eine, brauchen wir nicht. Bei 15 Meter Arbeitsbreite automatisch auf Bahn beginnen ist für mich auch in Ordnung. Wir generieren. So, das ist Feld 38. Striegel mit 15 Meter. So. Ist gerundet. Ganz klar. Erster Wegpunkt. Helfer starten. Auch super. Und er fährt zum Start. Das ist Cosplay-Version. Die 0019 mittlerweile. Da müsste auch bald was Neues von Autodrive kommen. Na gut, wenn es jetzt zum Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, nicht schon da ist. So, wir striegeln gegen das Unkraut. Man sieht leider nichts optisch, aber wo gestriegelt wurde, ist es weg. Und wir müssen danach walzen. Deshalb bringe ich den Traktor schon mal zum Startpunkt. An dem Feld. Mit der Wand. So. 38. Fahren wir dahin. Kontostand sieht sehr gut aus, oder? Also. Kann man nicht meckern. 209.000. Okay, das Gras haben wir. Das Gras haben wir. Wir haben Equipment. Sehr schön. Und hier wird gestriegelt. Sehr schön. Bald ist angekommen. So, jetzt will ich noch mal hier eben gucken. Die 35 war es. Die würde ich gerne kaufen und mir da Bauland draus machen. 288.000. Okay, da sind wir noch eine Spur von entfernt. Was haben wir denn im Angebot als Mission? Ballenpressen. Ja, Ernte. Die Erntemission. Oh, die könnte Sorghumhirse auf der 22. Wie groß ist denn das Feld 22? 22. Das ist schon ein bisschen. Ich würde sagen, ich nehme die Mission an. Aber ich leihe mir die Geräte. Ich nehme nicht unsere. So. Wo war denn das Ziel? Getreidemühle. Das ist ja unser. Na gut. Wir müssen. Na, jetzt ist natürlich wieder hier Special, ne? Schneidwerkwagen. Ich bin ja so begeistert von Schneidwerkwagen. Immer wieder. Ah.
müssen wir uns natürlich entsprechend positionieren, weil das Schneidwerk auf den Schneidwerkwagen ja auch nur von einer Seite drauf passt, ne? Wunderbar. So, ankoppeln. Ich hätte ja auch wagen können, den ganzen Weg zu fahren mit Drescher und Schneidwerk, aber nachher ärgere ich mich über die verschwendete Zeit und die ganzen Unfälle. Man kennt es, ne? So, jetzt sind wir ungefähr mittig. Das scheint geklappt zu haben. So, Ziel war Feld 22. Ich weiß nicht, ob er wegen seiner insgesamt Abmessung in der Lage ist, zum Feld 22 zu gelangen. Aber wir fahren erst mit dem Trecker vor. Der ist nämlich schneller. Sonst gibt es da Blockaden unterwegs. Der Sound ist aber gut. So, das rollt. Ja, nee. Und jetzt. Passt nicht auf die Straße so richtig, ne? Naja. Es geht. Es geht. Die sind gleich schnell. Aber ich glaube aber, dass der Traktor beim Beschleunigen und so. Naja, das wird schon. Das wird schon funktionieren. So, was machen unsere Schmuckstücke? Du bist noch fein am Striegeln. Das ist gut. Wie weit bist du? Du fängst jetzt mal an mit dem Vorgehen. Ich verstehe. Walze. Ein Duell. Ein Duell. Okay, wir lassen sie mal eben zum Feld fahren. Ich hätte es ja nicht gedacht, ne? Aber der Drescher hat mehr Power und holt den Traktor ein unterwegs. Was soll ich dazu sagen? John Deere. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Einen 1050? Ja, das nicht passiert. Spaß. Es läuft ja. So. Ich bin mal so dreist und stell den mal aufs Nachbarfeld, also den Schneidwerk mal. Wenn der Traktor sich jetzt schon so abmüht mit dem kleinen Schneidwerk, was macht der denn dann mit einem vollen Anhänger erst? Alter Verwalter, das wird ja jetzt noch lustig hier. Zielort. Händler. Also manchmal passt das nicht so ganz. Was die hier planen. So. Feld 22 ist wichtig. Wir holen uns jetzt das Schneidwerk. Das war wieder Fahrkunst par excellence. Aber das kriege ich trotzdem. Kriege ich trotzdem noch hin hier. So, ja, ich will ja eigentlich, was das Finanzielle angeht, im nächsten Erntezyklus dann richtig zuschlagen. Das auch mit dem Bauen machen. Hier muss ich sehen, dass ich aufpasse. Drescher einstellen. 100%. Bitte sehr. Aktiv abfahren. Nein, bin ich kein Freund von. Das geht nämlich gerne mal schief. So. Muss man wirklich große Felder. Ich würde sagen, wir sagen dem lieben Drescher jetzt mal, dass er mal hoch soll.
Kurs generieren. 7,5 Meter. Speichern müssen wir den Kurs nicht. Hoch und runter. Anzahl Vorgewende. 7,5 mal 2 sind 15. Wir nehmen 4. Im Uhrzeiger sind 7% rein überspringen. Machen wir mal eine. Automatisch auf Vorgewende beginnen. Generieren. So, ich gehe noch mal in die Einstellungen, ganz unten, was die Geschwindigkeiten angeht. Ne? Feldarbeit stelle ich auf 30, auf dem Feld auf 30, Wendemanöver mit 15, rückwärts darf der Drescher auch 15. So, speichern zur Vorsicht. Und dann würde ich sagen, top, die Wette gilt. Sorgenhirse. So, die Sorgenhirse. Ja. Der ist so schwach, wenn der den abtankt. Also mit einem Vollanhänger kommt der nirgends so hin. Ne? Der Traktor hat so wenig PS, das heißt, wir müssen nach jedem Mal überladen. Müssen wir sehen, dass wir den abgetankt kriegen. Also müssen wir das auch einstellen. Schon bei 30%. Der kleine Schlaffi. Wie war das jetzt? Erzeugnis dann hierhin. Getreidemühle. Okay, Drescher abtanken. So, Feld 22. Und Ziel ist Getreidemühle. Und einschalten. Und jetzt sollte das ja eigentlich seinen Gang nehmen. 12,3 Tonnen Gesamtgewicht jetzt schon. Er hat zu wenig PS. Er quält sich dann im Berg. Das ist schon... Da hätte man doch für die Missionen mal ein Auge zudrücken können und ein bisschen mehr PS. It is, wie es ist. So, wie weit sind wir? Wir sind im letzten Vorgewende. Wir können noch mal ein Bild riskieren bei den... Nein, das ist hier. Was wir denn... Ach. Hätte ja sein können, dass da ein guter dritter Traktor für wenig Geld im Angebot ist. Ne? Guter dritter Traktor. Ja, muss also mindestens 300 PS haben. Der gute dritte Traktor. Sonst ist da Essig. Also ist meine Meinung. So. Ja, Leute, das gibt was, ne? Ich steig hier mal aus. Ich renn noch mal rüber. Das ist hier genauso wie im Livestream auf der Elm Creek. Haben wir jetzt hier auf der französischen Map auch, ich sag mal, Break-Even Point. Den haben wir jetzt geknackt. Voll. Jetzt geht das hier rund. Jetzt können wir richtig Geld machen. Ich könnte jetzt schon Gras mähen, aber ich will das mal richtig wachsen lassen, dass wir das zusammen mit dem ersten nächsten Erntezyklus hinbekommen. Und bei der Mission jetzt, die wir hier am Laufen haben, der Ertrag ist okay, glaube ich. Ja, wie gesagt, das ist ja auch ein großes Feld. Also die französische Map spielt sich für mich ehrlich gesagt auch besser als die amerikanische Elm Creek. Missionen sind hier auch vielfältiger und besser. Also das ist zumindest das, ja, mein Gefühl darüber, ne? So.
Ja. Wen's interessiert, Instant Wash, also ne, die Sofortwäsche per Knopfdruck. Jetzt auch wieder auf meiner Modliste. Das sollte aber mittlerweile schon durchgedrungen sein, ne? Okay. Ja, wir müssen nur noch walzen. Dann ist unser Feld soweit fertig. Wir haben keinen Kurs. Ja, ich bin trotzdem. Ich hoffe, wir kriegen das halt wieder. Oder den hat. Oder was auch immer. Hallo? Job erstellen. So, zack. Öffnen. Wir sind hier bei 12,2 Meter hoch, runter, vorgewendet natürlich weich. Ist ja ein Anhänger, kein fester Anbau. Vorgewende reichen 2,7%, eine Reihe überspringen. Auf Vorgewende, ne, doch auf Bahngewende. Ist okay. Berechnen. Speichern. 38 Walzen mit 12 Metern. Gut. Ja, dass ich das, ne, dass man das nicht sortieren kann, aber das ist alphabetisch, wird das hier angeordnet. Das ist auch nicht so ganz verkehrt. So, erster Wegpunkt. Gestriegelt ist, Unkraut ist bekämpft. Das funktioniert jetzt auch so, wurde ja gefixt. Und er fährt hier zum ersten Wegpunkt und alles ist gut. Alles ist prima. Aber über den schwachen John Deere für die Mission weiß ich nicht. Das tut doch nicht weh, wenn man da einen Traktor hat, der ein bisschen mehr Dampf unter der Haube hat, ne? Aber gut. So ist das. Gib alles. Er muss bald tanken. Das macht er auch automatisch. Was denn jetzt? Seid ihr euch in die Quere gekommen? Warum? Ach hier, wieder bei. Na klar. Der wollte hier so eine Bucht fahren, ne? Ja. Und dann sind die wahrscheinlich gleichzeitig los. Stopp. Aus. Und dann. Und dann ist er weg. So, läuft. Und weiter geht's. Ja, bergab freut er sich noch hier. Bergauf wird das wahrscheinlich schwierig werden. Okay, aber egal. Für heute sollte es wieder gewesen sein, ihr Lieben. Wir gucken uns beim nächsten Mal an, was dabei rumkommt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Kanal, das hilft mir und damit am Ende auch euch weiter. Ich war wieder bei der Shorty von der Testung, ja? Und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.